So, ja, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin der Dennis. Ich bin Andreas. Und wir sind Sonax Master Trainer Schweiz. Wir gucken uns heute das Speed Protect an. Ja. Andreas, was ist das genau und was unterscheidet sich zu den anderen Sprühversiegelungen? Ja, im Prinzip können wir es kurz machen. Das ist für mich ein Show-and-Shine-Detailer in dem Sinn. Weil es gibt zwei Sachen, was das Produkt besser kann als auch die anderen sprühbaren Produkte, die wir haben. Glätte und Glanzerzüge. Klammer auf, Glanz kommt in erster Linie vom Lackzustand. Das heißt, wenn ihr den maximalen Glanz wollt, dann euer Auto polieren. Klammer zu. Wenn man sich jetzt so einen Lack anschaut und man dreht es nur in einem Viereck auf und hebt das Glanzmessgerät drauf, dann kann man schon Veränderungen feststellen durch solche Produkte. Und da ist der Speed Protect auch besser als ein Brilliant Shine Detailer oder als beispielsweise ein Ceramic Spray Versiegelung. Und eine unfassbar schöne Lackglätte. Das ist gerade das, was die anderen zwei Produkte halt nicht können. Dafür dürfen ihr hier nicht eine überragende Hydrophobie erwarten. Das bringt das Produkt nicht. Dafür eine schöne Lackglätte. Nicht vergessen, alle Produkte sind kompromissbehaftet. Das beste Produkt, das alles kann, gibt es leider nicht. Das heisst, wenn ihr euch auf ein Treffen vorbereitet oder an ein Treffen fahrt und dann nochmal den letzten Funken an Glanz und Glätte rausholen wollt, wo der Lack wirklich wunderschön samtig nachher ist, ist das euer Produkt. Ja? Von der Standzeit? Also was kann ich da erwarten? Wie lange hält das Produkt? Kommt völlig darauf an, wie viele Kilometer ihr fahrt, parken da draußen, parken da drinnen, wie ist die Vorbereitung darauf. Ich würde jetzt da mal realistischerweise mit ein paar wenigen Wochen rechnen. 2 Wochen, 4 Wochen, irgendwie da oben. Ja. Also wie du sagst, es ist eigentlich ein Show-Produkt, Show and oder? Ja. Das heißt, man trägt es auf, wie du es gesagt hast, man kann aber hier nicht eine überragende Standzeit erwarten. Nein. Genau, für Treffen wunderbar. Genau. Applikation. Ihr könnt das grundsätzlich verwenden wie jedes andere sprühbare Produkt, wie ein Detailer auch. Das heisst, ins Tuch sprühen, auf dem Lack verteilen, mit einem frischen Tuch abwischen, fertig. Sonax empfiehlt das mit einem Applikator zu verteilen und dann abzuwischen, funktioniert genauso. Sonax empfiehlt es auch, auf den feuchten Lack noch aufzusprühen. Das heisst, ihr müsst das Auto nicht trocknen und damit ist es auch gleichzeitig eine sogenannte Trockenhilfe. Funktioniert für beidem, haben wir ausprobiert. Funktioniert auf trockenem Lack, funktioniert auf feuchtem Lack. Macht auch nichts besser im Auftrag in dem Sinne. Da könnt ihr es euch wirklich aussuchen. Aber wirklich die zwei Faktoren, die das Produkt kann, die wirklich besser aussehen als bei anderen, Glanz und Glätte. Ja. Gut, ja, dann ist zu dem Speed Protect eigentlich alles gesagt. Ich glaube schon. Oder hast du noch einen Punkt? Nein. Okay. Dann, wenn ihr Erfahrungen habt mit diesem Produkt, schreibt es doch einmal unten rein. Lasst es uns wissen, wie ihr es findet und welche Anwendung ihr da hattet. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Liebe Zuber, bis bald. Tschüss.